Wenn man im Duden unter Hundewetter nachschlägt, dann wird der Begriff mit umgangssprachlich für sehr schlechtes Wetter erklärt. Wenn es draußen aber so richtig nass und kalt ist, gefällt das sicherlich nicht jedem Hund. Das lange Fell von Joshua und Jeremy ist bei diesem Wetter besonders anfällig. Besitzerin Gisela Stimpfle will dagegen jetzt etwas unternehmen. Abhilfe findet sie bei Hannelore Feigl. In ihrem Geschäft Lucky Cat & Dog in Pforzen kann man sich speziell für jedes Tier und die entsprechenden Bedürfnisse einen Wetterschutz anfertigen lassen. Auf die Idee ist sie vor rund 5 Jahren gekommen. Ja, ich hatte Kundschaft mit einem Briar und der Hund ist krank geworden und hatte dann auf einmal auf dem Rücken gar kein Fell mehr, nur noch an den Beinen und am Kopf. Und dann war es recht kalt im Winter und dann hat mir die Kundin angerufen, was sie denn machen soll. Bei 1,04 Meter Rückenlänge kriegt sie keinen Mantel. Und haben gedacht, dem armen Hund, den muss man helfen. Und dann habe ich mir einfach ein Stück altes Stoff genommen und habe dann einfach mal rumprobiert. Und sie, da ist ein Mantel draus geworden. Im Lager der diplomierten Hundefriseurin findet man für jeden Geschmack und Zweck den richtigen Stoff. Ist das passende Material ausgesucht, muss erst einmal Maß genommen werden. Weil ein Hund ja eigentlich keine Kleidung trägt, ist es wichtig, dass der Mantel gut sitzt und nicht scheuert. Aus den Maßen entsteht jetzt ein Schnittmuster. Das fertige Muster wird nun einfach auf den ausgewählten Stoff gelegt. Zur wasserabweisenden äußeren Schicht kommt noch die wärmende Innenseite. Wenn die Stoffe zugeschnitten sind, werden sie zusammengenäht. Damit die Nähmaschine saubere Nähte macht, muss ein Stück Papier dazwischen. Ohne das würde sie auf dem Material nicht greifen. Jetzt muss nur noch der Kragen angenäht werden und der Mantel ist fertig. Gisela Stimpfle ist froh, dass ihre beiden Kleinen jetzt von Wind und Wetter geschützt sind. Ja, weil es halt immer extrem schwierig ist, wenn es regnet, wenn es dreckig ist, wenn es nass ist. Halt einfach, dass sie nicht so nass werden, dass sie nicht so dreckig werden. Also es ist halt einfach praktisch. Der ein oder andere hält ein solches Accessoire sicherlich für völlig überflüssig. Doch auch wenn ein gewisser modischer Aspekt nicht ausgeschlossen ist, sollen die Mäntel in erster Linie den Hund vor Nässe und Kälte schützen. Also wenn man jetzt einen Hund hat, der zum Beispiel meinetwegen nicht hier leben würde, wie jetzt mal ein Whippet oder ein Hund aus Ägypten, so Slugi oder so, die haben natürlich fast kein Fell. Oder wenn man einen alten Hund hat, der alte Hund zum Beispiel, der friert das sowieso von Haus aus schneller, ist ja wie bei älteren Leuten, ist der Stoffwechsel langsamer. Da kann ich sich nicht mehr so schnell bewegen und der friert natürlich dann auch recht schnell. Vor allem die ganz Kleinen, die sind ja natürlich schneller am Boden. Unten und von da nehmen die natürlich die ganze Kälte von unten rauf gut mit. Den ganzen Schnee, der bleibt da dran hängen, je nachdem wie lang die Haare sind. Und die Blase ist dann auch ganz schnell verkühlt. In Hannelore Feigls Laden findet man neben dem passenden Outfit auch sonst alles, was den Hund glücklich macht. Gisela Stimpfle ist eine langjährige Kundin bei Lucky Dog & Cat. Für ihre Hunde hat sie jetzt auch den passenden Schutz für die kalte Jahreszeit gefunden. Joshua und Jeremy werden sich jetzt also auf lange Spaziergänge im Herbst und Winter mehr freuen als früher.